Kuddel-Duddel-Doing-Doing. Was? Das Passwort. Kuddel-Duddel-Doing-Doing. Du hast mit Alistair gesprochen, oder? Es gibt kein Passwort, oder? Kuddel-Duddel-Doing-Doing. Doch natürlich gibt es eins. Du musst dabei nur noch tanzen und einen grünen Hut tragen. Ich bring ihn um. Nun gib mir schon das Metallstück. Zu Befehl, Colonel. Oink, oink. Ich mag keine Clowns. Ich auch nicht. So, damit hätten wir auch das Bild gemalt. Wir haben uns schließlich dafür sehr angestrengt. Der frisst und säuft sich da jetzt erstmal ein. So, was haben wir da jetzt? Einmal... Aha. Einmal ein Viereck... Also, wir haben einmal dieses komische Ding da. Ich glaube, das ist dieses jüdische Dings da, Bumster, wie das Ding auch immer heißt. Dann haben wir da so ein Viereck und unten das einmal in umgedrehter Form. Halt, nee, nicht. Wieso? Du sollst die Leiter benutzen. Drei übereinander angeordnete Steintafeln. Nee, nicht ganz. Das da. Ja. Nee, nicht ganz. Das auch nicht. Genau. Na also. Jackpot. Dann treten wir mal ein. Das ist es. Das muss das Büro des Erzmagiers sein. Wenn es in dieser Stadt irgendetwas gibt, mit dem wir uns vor Munkus Magie schützen können, dann ist es hier. Hallo, Puklut hier? Ich weiß auch nicht. Irgendetwas, das wertvoll und magisch aussieht, wie... Wie dieses Zepter da. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber wirklich so, was haben wir denn hier? Irgendwie sind sie alle beim Strickzeug. Schon wieder Strickzeug. Ich muss da einen Trend verpasst haben. Ich auch. So. Die Wolle ist weich und warm. Dafür nicht sonderlich reißfest. Ich nehme zwei Knäuel mit. Können wir die zufällig mit dem... Haben wir nicht noch einen Kleiderbügel gefunden gehabt? Nee, wir haben einen Handschuh und einen Seil haben wir. Ein Blaseberg, Flöte, Masas Axt und Wollknäule. Gucken wir uns das erstmal noch an. Das Wasser köchelt, wird zu Wasserdampf, kondensiert im Schlauch und tropft in den Glasflakon. Aha. Eine Art alchemistische Versuchsanordnung. Ich würde nicht wagen, einen Tipp abzugeben, was hier gebraut wird. Ach, warum nicht? So betrachtet Teleskop. Ah, Pfeife. Eine Trillerpfeife oder sowas. Warum wurde sie hier hingehängt? Vielleicht hat sie etwas mit der Wachpflanze zu tun. Das scheint tatsächlich eine Pflanzenpfeife zu sein. Sorry. Ja, großes Sorry. So, können wir auf den Balkon kurz drauf und uns einmal umgucken? Ich habe keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Layla und die anderen brauchen uns. Oh, hell. Schon ein seltsames Gefühl, wirklich gebraucht zu werden. Nicht so toll, wie man es sich vorstellt, denn was ist, wenn man versagt? Tja, an so etwas darfst du überhaupt nicht denken, wenn du Held bist. Das Buch ist sogar noch dicker als das, was ich mal gelesen habe. Was denn die Komplettlösung? So, betrachte das Teleskop.
Wüsste ich, wie man es bedient, könnte ich die Sterne beobachten. Und würden mich die Sterne interessieren, würde mich das freuen. So, können wir denn... Wie war das jetzt? Wir konnten die mit... Ich konnte die mit irgendwas benutzen, die Wollknäuler. Wir haben noch einen Blasebalg. Wir müssen die Pflanze ablenken. Vielleicht kann das Vieh ja noch etwas entdecken. Das Seil brauchen wir später. Genau. Würde ich auch so sagen. So, Zepter betrachte Wachpflanze. Moment, wir können mal kurz rausgehen. Gut, mit dem Vieh können wir ja... erstmal bis dahin gehen. Vielleicht können wir aus der Pflanze, die da rumschwebt, ja irgendwas gewinnen. Na gut, ich weiß, wie es funktioniert. Und jetzt die Blüten. Ausgezeichnet. Oh, haben wir die Pflanze. Kommst du dir auch so schmutzig vor? Dass wir uns auf eine wehrlose Blume gestürzt haben. Herrlich. Danke. Handschuh. So, können wir das schon mal destillieren gehen? Blüten. In Ordnung. Die Blüten kommen ins Wasser. Aha. Das Wasser, das in den Flakon tropft, verfärbt sich langsam. Ich glaube, das war's. Hm, riecht gut. Unten in der Stadt könnte man das sicherlich teuer verkaufen. Ja, bestimmt. Aber wenn ich es nur wüsste... Moment. Ach Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Wir konnten doch, glaube ich, nochmal mit Nate aufs Schiff, oder? Wenn mich nicht ganz alles täuscht, mussten wir nochmal mit Nate aufs Schiff, muss ich nochmal den Metallbügel da mitnehmen, genau. Das ist so ein Metallbügel. Man benutzt ihn um... Also damit kann man das... naja, das ist, wenn... keine Ahnung. Genau, man weiß nicht, wozu man das benutzen muss, genau. Den nehmen wir mit. Genau, so ein Metallbügel. Den hauen wir jetzt einfach da rein. Ich bin so geschickt. Ohrenschützer, jawohl. Die brauche ich unbedingt. Puh. Alles in Ordnung, Captain Nate? Es ist nur... Es war ein verrückter Tag. Wir wurden abgeschossen und haben eine neue Todfeindin. Ich hatte die Chance, endlich reich zu werden und habe sie nicht genutzt. Weil du deine neuen Freunde nicht hängen lassen wolltest. Weil ich ein Idiot bin. Wem mache ich eigentlich was vor? Ich bin hier und spiele den selbstlosen Helden. Und die ganze Zeit denke ich nur daran, dass ich die Chance meines Lebens nicht genutzt habe. Und trotzdem hilfst du den Viechern. Das ist umso bemerkenswerter, je schwieriger es dir fällt. Psst, Munkus hatte recht. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Nein! Wärst du ein Dieb, hättest du das Herz gestohlen und wärst fortgelaufen, wie alle Diebe es tun. Munkus hat erkannt, dass du keiner von ihnen bist. Deswegen hat er dich das Herz mitnehmen lassen. Und mich so zum Werkzeug seines teuflischen Plans gemacht. Auch gute Menschen machen Fehler.
Doch dann laufen sie nicht weg und verstecken sich. Sie stehen dafür ein und versuchen, ihren Fehler zu beseitigen. So wie du jetzt. Nathaniel Bonnet, der gute Mensch. Irgendwann wirst du erkennen, dass es genauso ist. Und dass es sich auszahlt. Hoffe ich doch mal, auszahlen ist immer gut. So, jetzt können wir uns wieder verduften. Wir haben jetzt die Ohrenschützer. Und wofür wir die verwenden, das wird man ja gleich sehen. Und zwar brauchen wir die für die Pflanze. Also gut. Puh. Mit dem Ding auf den Ohren sollte ihr das Hören schwerfallen. Vorausgesetzt, ich habe die Ohren getroffen. Sieht aber aus, als hätte das Ding jetzt das Gebiet. So, mit dem Vieh, wo ist es denn? Da unten. Gut, können wir jetzt wieder hoch hinterher. So, spielen wir wieder mit Nate. Halt mal still, ich will dich mit dem Blütenextrakt einsprühen. Ach, stell dich nicht an, du wirst wie der junge Frühling riechen. Nun komm schon, denk an Layla. Na also. Hat er sich selbst eingesprüht. Puder. So, mal gucken. Können wir noch was machen? Geh weg! Ich will nicht. Nein heißt nein! Das war in letzter Sekunde. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Ich hoffe, das Ding ist wirklich magisch und ich kann es auch bedienen. Was zum... Cool, das sollte uns weiterhelfen. Na, wie haben wir das gemacht? Okay. Du sagst es. Zurück in die Nordlande, da werden selbstlose Helden gebraucht. Na, dann wollen wir doch mal. Ende und Anfang, Kapitel 5. Bauermaschine, aha. Was denn für eine? Und sind wir jetzt in den Nordland wieder? Gleich jetzt. Moment, wir müssen die Sache genau planen. Ich habe mir dieses Zepter unterwegs ein wenig angesehen. Wie es scheint, kann man mit diesem Ding die Zeit manipulieren. Ganz recht. Man stellt hier am Griff ein, ob die Zeit beschleunigt oder verlangsamt werden soll. Und in welche Richtung? Na, ob die Zeit in dieser seltsamen Blase vorwärts oder rückwärts laufen soll. Stell dir die Anwendungsmöglichkeiten vor. Die kosmetische Magie würde auf einen Schlag... Ja, natürlich. Erstmal ist Munkus dran. Natürlich. Aber danach wird es mich reicher machen, als es ein Herz jemals gekonnt hätte. Na, das wollen wir nochmal sehen. Hey, Wache! Weißt du, wie spät es ist? Oder, Moment. Rate mal, wem die Stunde geschlagen hat. Oder noch besser. Deine Zeit ist abgelaufen. Was meinst du, Kleiner? Mama, Mama.
Time to say goodbye. Cool. Doch ein Killerspiel. Munkus hat das Heiligtum erobert. Ob wir uns dafür sein U-Boot schnappen? Ach, das würde den Viechern nicht helfen. Und außerdem dürfte das Ding gut bewacht sein. Wir sind doch Mitglied in seiner Armee. Aber obwohl, wir sind garantiert rausgeflogen, nachdem Munkus... Kaum zu glauben. Der Pinguin auf dem Laufband erzeugt immer noch diese seltsame Energie. Ja, das ist wirklich seltsam. Zepter der Zeit. Nun wissen wir immerhin, was es ist. Halt! Kein Zutritt! Wer will uns aufhalten? Du? Du glaubst wohl, heutzutage würde Muskelkraft noch etwas zählen? Du irrst dich, denn ich hab das hier! Das hier! Ui, jetzt hast du es mir aber gegeben!